Moin moin Leute, Tumlo hier und herzlich willkommen zurück zu Civilization 6. Einheiten benötigen Befehle, da wollen wir natürlich nicht lange warten. Wir haben vor kurzem erst Hongkong entdeckt und fahren wir doch mal ein bisschen weiter und lassen unsere Galerie ein wenig erkunden und rausfinden, was wir noch so in der Nähe finden. Und ob es jetzt eine Passage gibt oder nicht, und es wird immer unwahrscheinlicher, so wie es aussieht. Es scheint, als würde unser Kontinent wirklich bis in den höchsten Norden gehen. Interessant. Interessant. Aber was jetzt auch gerade sehr interessant ist, wir haben ja ein bisschen Gold übrig und wir haben jetzt unsere neuen Handelswege. Und ich muss sagen, ich habe doch großes Interesse daran, dass die jetzt auch mal laufen. Und deswegen würde ich gerne in Phasalos an der Stelle ein wenig Gold ausgeben. Und der Händler ist zu teuer. 305 Gold kostet der uns. Okay, vergessen wir das. Das habe ich nicht bedacht. Kein Kommentar. Können momentan nicht viel machen in der Hinsicht. Aber wir werden auf jeden Fall bald neue Händler produzieren. Denn wir bauen ja auch noch einen Hafen, der uns auch nochmal einen Slot gibt und ähnliches. Und wir müssen unsere Bogenschützen auch langsam mal verbessern. Verschanz dich mal, mein Freund. Verschanz dich mal. Nächste Runde. Kataria ist am Zug. Und ich sehe es kommen. Wir werden mit ziemlicher Sicherheit noch irgendwo hier am Golf von Preslav, an diesem Meer, eine Stadt gründen. Einfach damit wir da auch einen Hafen hinsetzen können und da ebenfalls mal erkunden können in der Hinsicht. Dass wir quasi auf beiden Seiten eine Flotte aufbauen können. Und gerade vermisse ich irgendwie die Möglichkeit, einen Kanal zu bauen. Stimmt, hier ist auch noch mal ein Wunder. Können wir uns auch noch überlegen. Der Crater Lake. Ob wir das quasi einmal hier reinsetzen. Wenige Erfindungen waren so einfach wie der Steigbügel, aber kaum eine hatte einen dermaßen katalytischen Einfluss auf die Geschichte. Das ist, wenn man drüber nachdenkt, es klingt erstmal lächerlich. Aber ich bin mir sicher, es hat einer Menge Leuten geholfen, auf dem Pferd zu bleiben, die es sonst nicht geschafft hätten. Stellt euch mal vor, was passiert wäre, wenn Napoleon auf dem Pferd gesessen hätte und einfach so runtergefallen wäre, weil es nicht hinbekommen hätte. Da hätte die Geschichte einen anderen Lauf gehabt. Aber ja, da geht es tatsächlich nicht weiter. Wobei, ich weiß nicht, ob wir hier durch können. Ich glaube, hier können wir noch durch. Müssen wir mal gucken. Gerade so, wenn dann. Aber jetzt natürlich eine neue Forschung für uns. Er baut eine Universität neben einem Berg. Ja, das lässt sich dann im Laufe der Zeit einrichten. Aber jetzt würde ich sagen, die Burgen haben wir. Hab eine Regierung mit 6 Politikplätzen. Stimmt, das war das, wo ich nicht wusste, wo das hergekommen ist. Würde führen zu Belagerungstaktiken. Eher uninteressant gerade. Also wir werden irgendwas hier wählen. Und ich tendiere gerade zum Bankwesen. Das führt ins Industriezeitalter und ein ganzes Stück weiter zum Wirtschaftswesen. Okay. Aber nein, die Banken klingen doch durchaus interessant. Verbessert außerdem hier unsere Steinbruchmodernisierung. Und davon haben wir ja durchaus ein paar. Gibt uns mehr Gold. Also das lohnt sich definitiv. Phasalos braucht mehr Wohnraum. Seid ihr am absoluten Limit, oder wie sieht's aus? Moment, hier war das. Nein, noch nicht am absoluten Limit, es geht noch. Wir müssten aber eventuell mal wieder einen Handwerker hier bauen, der noch so ein paar Dinge ausbaut. Ich meine, wir haben so viele Bürger. Wer weiß, vielleicht haben wir sogar noch das Glück, dass wir selber das Eisen hier sichern können. Wäre ziemlich cool, ehrlich gesagt. Wir haben jetzt einiges, was wir hier ausbauen müssen. Schokolade ist auch mehr. Da kommen wir nicht mehr dran an den Kakao. Wir müssen sowieso bedenken, wir haben ja nur 3 in jede Richtung. Also wir könnten hier durchaus noch das Gebiet mitnehmen. Und dann quasi einmal hier hoch. Weil ich mich das auf jeden Fall erst noch... Ja. Dieser Auto-Jump. Oh, es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Hier ist noch meine Flussmündung und nein! Da ist das ewige Eis. Also es gibt keinen Weg auf dieser Seite. Wir werden nicht weiterkommen, solange wir keine Schiffe haben, die übers Meer segeln können, über die offene See. Aber gut, wir wissen, dass der Kontinent noch ein Stückchen weitergeht hier über Mochenjo-Daro. Vielleicht ist da auf der anderen Seite sogar noch was, auch wenn hier, glaube ich, eine Küstenlinie ist, neben den Bergen. Aber gut, nächste Runde, meine Freunde. Auf dass wir gleich den diplomatischen Dienst bekommen. Und dann sagen wir, nochmal macht ihr das nicht, England. Das kriegt es mit uns selbst zu tun. Wir haben ja nicht den Protektoratskrieg.
sind aber interessante Sachen. Jetzt echt interessante Sachen. Heiliger Krieg könnte eventuell interessant werden, auch wenn das außerhalb des Roleplays erstmal liegt, aber da müsste man gucken, ob man einen guten Weg findet, das einzubringen. Bei der Diplomatie gibt es zwei Arten von Problemen, kleine und große. Die kleinen lösen sich irgendwann von selbst und die großen lassen sich nicht lösen. Ja, ja, das ist manchmal unangenehm. Der Machiavellismus. Produktion für Spione. Spionageoperationen enden 25% schneller. Spione? Da muss ich mir das mal angucken. Aber jetzt erstmal ein Blick auf den Ausrichtungsbaum. Die Aufklärung wird interessant. Die wird sehr interessant. Die werde ich auf jeden Fall haben. Aber erstmal ist die Frage, ob wir die Sachen hier überhaupt haben wollen oder ob wir die ignorieren werden. Ich meine, brauchen tun wir sie nicht. Wir brauchen den Humanismus für Fortschritt. Wir haben ja das göttliche Recht. Mont Saint-Michel, Reliquienplätze. Alle Apostel erhalten die Fähigkeit Märtyrer. Und eine zweite Fähigkeit, die normal ausgewählt wird. Ritterlichkeit und gotische Architektur ist jetzt alles... Na, die gotische Architektur ist noch relativ interessant, aber der Rest ist so... Naja. Bei der Theokratie muss ich mal gucken, was kriegen wir hier. Einige Boni, aber nichts, was so wirklich wichtig ist. Dementsprechend werde ich mich jetzt erstmal auf die Sachen fokussieren. Humanismus und dann kommen Merkantilismus und Aufklärung. Mal gucken, was ich da zuerst nehme. Vermutlich die Aufklärung, immerhin haben wir da schon den Bonus. Und wir sind sehr, sehr schnell, was die Ausrichtung angeht, im Vergleich zur Technologie. Ich meine, hier haben wir gerade angefangen mit der Renaissance. Und bei der Ausrichtung haben wir schon ein paar Ideen in der Renaissance. Also müssen wir mal gucken. Jetzt heißt es erstmal für meine Flotte hier, also meine eine Galeere, zurück gen Süden in Richtung Heimat. Kann ich eigentlich gleich den Auftrag geben, bis hierhin zu fahren. Und ich drücke in der Zwischenzeit auf die nächste Runde. Denn ich fürchte, dieses Schiff wird nicht mehr viel tun können erstmal. Deswegen werde ich sie nach Rodos schicken und da stilllegen erstmal. Solange wir nicht in Krieg mit London geraten oder Militärzugang von denen bekommen, was unwahrscheinlich ist, das würden wir nicht mal versuchen. Beim aktuellen diplomatischen Stand. Aber naja. Preslav zieht. Ich bin verleitet, den schnellen Zug zu aktivieren. Muss ich sagen. Aber das überlege ich mir noch. Produktion wählen. In Knossos. In Knossos wurde wieder ein Bauprojekt fertiggestellt. Der Campus ist da. Wo steht er denn? Da steht der Campus. Sehr schön. Wir können die Bibliothek bauen und theoretisch eine Universität hinterher. Und ich glaube fast, dass ich das auch gleich tun werde. Was sagen denn hier die Sachen? Wir brauchen Wohnraum. Wir brauchen unbedingt Wohnraum. Und die Universität bringt tatsächlich auch Wohnraum. Haben wir sonst noch was Wohnraum bringt? Ich glaube nichts Unmittelbares, oder? Den Chichen Itza wollten wir auch noch bauen. Mehr Kultur für alle Geländefelder dieser Stadt und Produktion. Muss auf Regenwald gebaut werden. Ah, das ist verlockend, aber ich habe gerade so andere Projekte, die sind sehr wichtig. Ich will zumindest eine Bibliothek vorher gebaut haben, ehrlich gesagt. Und dann gucken wir mal weiter. Ansonsten... Ja. Nächste Runde, meine Freunde. Nächste Runde. Ah, ich habe vergessen, ich wollte hier Händler ausbilden. Verdammt. Das vergesse ich gerade die ganze Zeit. Jedes Mal von neuem. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Die Engländer rennen halt immer noch hier rum. Was durchaus interessant ist, aber das ist... Also sollte es jetzt zum Krieg mit den Engländern kommen, wären die Katapulte halt eine leichte Beute für Amsterdam und mich. Weil die halt komplett ungeschützt sind und Katapulte sind keine Einheiten, die gegen Infanterie eingesetzt werden. Beziehungsweise die gegen Nahkampftruppen eingesetzt werden. Katapulte sind für den Kampf gegen Städte gedacht, primär. Ja, Knossos braucht mehr Wohnraum, ich weiß, das ist nichts Neues. Ich kann Dinge mit Glauben kaufen. Habe ich aber eigentlich kein Interesse daran momentan. Oh, Athen hat ein Problem. Athen hat tatsächlich zu wenig Wohnraum jetzt. Wir haben zu viele Bürger. Ich soll eine Universität bauen, da habe ich sowieso vor, ein bisschen in die Richtung zu gehen. Dementsprechend eigentlich ein guter Vorschlag. Dennoch, wir warten natürlich unsere aktuellen Projekte ab. Da
Mit dem Mahabodhi-Tempel können wir auf der einen Seite unsere Religion fertig verbessern, weil wir die Apostel bekommen und dann noch einen Apostel losschicken. Also, ja, das ist ganz gut. Stimmt, unsere Spione müssen wir uns auch mal angucken, wie das so funktioniert. Mit dem System habe ich mich noch überhaupt nicht auseinandergesetzt. Ich denke mal, das werde ich dann jetzt gleich zwischen den beiden Folgen machen, dass ich mir das einfach mal in Ruhe angucke. Weil das ist immer so eine Sache mitten im Let's Play. Aber gut. Aber gut. Wie geht's eigentlich meiner Religion hier drüben? 3 von 8 da hinten, okay. Ja, Athen braucht mehr Wohnraum, das ist nichts Neues. Und ich soll gleich wieder auf nächste Runde drücken. Na gut. Na gut. Oh, der Händler ist wieder da. Sehr schön. Amerika erklärt England den Krieg. Huiuiui, jetzt geht's aber los. Jetzt wird's interessant. Das verstehe ich tatsächlich relativ gut. Weil wir denken, dass die hier Plymouth direkt an der Grenze gegründet haben, mehr oder weniger. Das war halt schon dreist. Aber England hat auch eine relativ schwache Position, weil irgendwo hier noch eine Stadt liegt. Nämlich Leeds. Irgendwo hier in dem, was wir noch nicht entdeckt haben. Oder vielleicht ist das auch Leeds, ich weiß es nicht. Vielleicht wird es auch einfach anders angezeigt. Und, oh, da ist er wieder. Gucke ich mir gleich näher an. Ja. Unser Händler. Lasse ich ihn in Athen, das ist die Frage. Oder setze ich ihn woanders hin? Also wir haben mittlerweile den Weg nach Knossos. Wir haben den Weg zu unseren Stadtstaaten hier. Ein Weg nach Phasalos wäre eigentlich ziemlich gut, aber ich glaube, dafür gehe ich erstmal nach Knossos hoch. Denn Knossos ist so schön zentral gelegen, dann können wir von Knossos einmal in jede Richtung den Weg bestimmen quasi. Also auf nach Knossos, mein Freund. Und ich drücke gleich nochmal auf nächste Runde und wir schließen gleich eine Tech ab, ein Wunder, ein normales Gebäude. Und mal gucken, was sonst noch so passiert. Ich bin gespannt. Aber ich glaube, ich kaufe mir gleich den Weg zu dem Eisen da oben. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob mir das wert ist, das Gold oder nicht. Wir müssen mal mehr Gold machen. Aber gut, wir erforschen gerade das Bankwesen. Also wenn das nicht beim Gold hilft, dann weiß ich auch nicht. Das wäre etwas seltsam. Ich habe mal in einem staubigen, belebten Winkel des indischen Staates Bihar gibt es einen magischen Ort, der als Zentrum des Buddhismus gelten könnte. Sieht schon mal schick aus, der Mahabodhi-Tempel. Ja, der hat was. Ich habe mal eine Bank gesehen, die hat Banking rund um die Uhr angeboten. So viel Zeit hatte ich aber leider nicht. So, wir haben das Bankwesen, wir haben unseren Händler in Knossos, den schicken wir, wohin schicken wir den? Ich denke mal Phasalos jetzt, Phasalos oder Rhodos, das ist die Frage, bringt uns das Gleiche und ich muss sagen, wenn man bedenkt, dass wir hier Berge und alles haben, ist die Straße nach Rhodos eigentlich wichtiger. Nehmen wir Rhodos und dann können wir quasi direkt danach auch mal Genf nehmen. Beginnen wir den Weg dorthin. Auf nach Rhodos! So. Wir haben unsere Apostel bekommen. Aber erstmal wähle ich meine Forschung aus. Das Bankwesen ist fertig. Ihr könnt jetzt mit der Massenproduktion weitermachen, aber die bringt mir immer noch nicht so viel. Der Druck wird interessant. Aber an den, an denen arbeite ich ja gerade, an den Universitäten. Die kommen ja bald, das heißt, ich würde den Bonus ungern verschenken. Baut eine Universität neben einem Berg. Moment. Wo? Ja. Wenn ich hier eine Universität baue, dann habe ich die Universität neben dem Berg. Ich muss mal was gucken. Produktion. Okay, wir brauchen erstmal die Bibliothek noch. Aber ich baue als allererstes den Händler. Und danach, glaube ich, den Spion. Aber okay, fangen wir mal an. Wir haben zu viele Sachen gerade, die da kommen.
und ich werde jetzt einfach erstmal die Burgen erforschen. Schadet nicht, die mittelalterlichen Mauern, die Alhambra könnten wir uns auch noch überlegen, ob wir die bauen wollen oder nicht. Aber tendenziell eher nicht. Weil die Annehmlichkeiten interessant sind. Aber damit haben wir auf jeden Fall diese Forschung schon mal. Ich habe eine große Persönlichkeit verdient. Ah, der Schriftsteller. Sehr schön, den rekrutieren wir natürlich. Haben damit schon wieder jemanden. Gucken wir mal hier rein. Shakespeare ist der Nächste. Ich denke mal, wir werden gleich dranbleiben und versuchen uns eventuell noch einen Bonus zu holen. Das Ding ist nur, wir haben keine Plätze mehr für die großen Werke. Also wir müssen mal gucken, dass wir ein paar Gebäude bauen, die uns Plätze für Schriftstücke liefern. Habe ich leider nicht so viele Möglichkeiten. Gut, Knossos, Bauprojekt. Die große Bibliothek. Bonusse für alle Technologien der Antike und Klassik. Ja, das bringt uns mittlerweile nicht mal allzu viel. Daran habe ich eigentlich auch kein großes... Wobei die Literaturwerkplätze sind halt natürlich sehr gut, weil die... Das ist ja gerade das Thema. Davon hatten wir es ja gerade eben. Aber ich glaube, ich werde zumindest mal einen Händler hier vorziehen an der Stelle. Und jetzt sind unsere Apostel dran. Erstmal darf einer von euch den Glauben missionieren. Und der andere kriegt eine Beförderung. Theologischer Kampf oder... Na, der Kaplan ist uninteressant. Wir nehmen den Disputant, der theologische Kampf. Ich weiß nicht, ob er stattfinden wird, aber gucken wir dann bei Gelegenheit. Erstmal wählen wir den neuen Glaubenssatz. Ja, welches dieser Gebäude nehmen wir jetzt? Die religiöse Kunst wird für uns, glaube ich, am interessantesten sein. Die Kathedrale. Ja, wir nehmen die Kathedrale. Haben damit unsere Religion aufs Maximum verbessert und ich würde sagen, unser Apostel darf jetzt mal hier in unseren Grenzgebieten so ein bisschen was verteilen und sich einfach mal versuchen, in Phasalos nützlich zu machen. Du kannst natürlich gerade kein großes Werk erschaffen, aber ich denke mal, du wirst erstmal ausruhen, mein Freund. Die Förderung ist ja erledigt. Nächste Runde. Und dann gucken wir mal, dass wir den nächsten Gebäude bauen, wo wir ein paar große Literaturwerke unterbringen können. Die Plätze brauchen wir auf jeden Fall. Und was machen die Amis hier? Erklärt mir das bitte. Warum rennen die hier durch? Ich meine, das ist klar. Wir haben offene Grenzen mittlerweile. Sie wollen das neue Land erkunden, das sie jetzt plötzlich sehen können. Aber... Oh, und da ist ein Apostel. Und da oben sind Barbaren. Ah, der Apostel, was hast du vor damit? Das gefällt mir nicht. Also er geht hoffentlich nicht zu uns, weil wir haben ihm ja gesagt, er soll uns bitte in Ruhe lassen damit. Er hat es auch akzeptiert. Also idealerweise würde er zu den Engländern gehen, aber müssen wir mal gucken. Unsere Galeere. Fahr mal bitte nach Rhodos. Und da darfst du ausruhen. Du hast nichts zu tun im Moment. So, ich drücke gleich auf nächste Runde und beobachte den Kerl hier ganz genau. Gucken wir mal, was er tut. Der marschiert in Richtung Phasalos. Was hast du vor? Was hast du vor, Freundchen? Ich hoffe, du machst nichts Dummes. Ah, wir haben gleich den Humanismus. Das ist natürlich gut mit den neuen Gebäuden. Die Kunstwerke und Artefakte haben wir noch nicht, aber ich denke mal, das wird eventuell auch noch zu weiteren Dingen in der Hinsicht führen. Dass wir dann eventuell noch eine andere Bibliothek, eine neue Bibliothek bauen können oder sowas, die uns dann da Slots gibt für die Schriftstücke und ähnliches. Aber gut, aber gut. Man darf den Glauben an die Menschheit nicht verlieren. Die Menschheit ist wie ein Ozean. Wenn ein paar Tropfen des Ozeans schmutzig sind, ist nicht gleich der ganze Ozean verschmutzt. Der ist gut. Der ist tatsächlich gut. Gucken wir mal. Wir haben damit den großen Künstler und den großen Ingenieur bekommen. Und ich würde sagen, erstmal nehme ich die neue Ausrichtung und dann gucken wir mal auf die großen Persönlichkeiten. Und jetzt nehmen wir auch erstmal die Aufklärung direkt hinterher. Den Bonus hätte ich einfach gerne. Beziehungsweise, was kommt denn später so? Oper und Ballett. Das Bolschoi-Theater. Großes Literaturwerk und großes Musikwerk. Opernhaus, Symphonien. Das ist nicht schlecht. Das ist ganz und gar nicht schlecht. Gut, der Nationalismus ist für uns uninteressant.
Erstmal zumindest. Das Bauwesen könnte eventuell interessant werden wiederum. Kann auf Graslandhügeln und ebenen Hügeln Bauernhöfe bauen. Oh, sehr schick. Außerdem werden alle unsere Städte automatisch besser verteidigt. Das Industriezeitalter beginnt hier halt. Aber gut, wir nehmen jetzt erstmal die Aufklärung und beschäftigen uns mit anderen Dingen. Zeit für die nächste Runde. Ich will meinen Händler hier losschicken. Oh, mein Apostel darf nochmal. Gut, wir können eine Inquisition einleiten und damit den fremden Glauben aus unserer Stadt verdrängen, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder wir versuchen, unseren eigenen weiter zu verbreiten. Und ich vermute mal, dass der Apostel da drin besser ist. Probieren wir es doch mal. Gut, das wird jetzt noch nicht richtig angezeigt, so wie es aussieht. Ah, die Hälfte ist jetzt... Die Hälfte gehört jetzt unserer Religion an, das ist gut. Damit ist es die dominante Religion, das reicht schon. Das gefällt mir. Dann werde ich gucken, dass ich mit dem Apostel nochmal Richtung Amsterdam marschiere. Und eventuell hier gegen den... Wobei, gegen den Apostel sollten wir nicht vorgehen, der ist stärker als wir. Aber okay. Die Regierung, genau. Wir wollten auf die großen Persönlichkeiten gucken. Was war es? Es war der... Moment, was haben wir bekommen? Künstler und Musiker? Oder was war das? Künstler und Ingenieur. Okay, werfen wir mal einen Blick da drauf. Der große Ingenieur baut sofort Stadtmauern und mittelalterliche Mauern in dieser Stadt und gewährt genug Gold pro Runde für ihre Instandhaltung. Gut, ist jetzt nicht schlecht, aber ist auch kein Wunder, dass wir unbedingt brauchen. Der große Künstler... Wenn wir es aufhalten können, wäre es interessant. Gibt uns 3 Skulpturen. Donatello. Aber jetzt müsste man eigentlich mal rechnen. Problem ist, dass die nicht mehr viel brauchen, um den zu kriegen. Und ich denke mal, wir werden zukünftige Künstler auf jeden Fall bekommen. Allein schon, weil wir da locker mithalten können. Das heißt, wir müssen da nicht unbedingt wechseln. Weil den werden wir nicht mehr kriegen wahrscheinlich. Es wird zu eng. Von daher... Nein, brauchen wir eigentlich alles nicht gerade. Passt soweit. Nächste Runde, meine Freunde. Die Religion wird verbreitet und er kontert. Er wagt es zu kontern und hier seine Religion zu verbreiten. Oh, Amerika. Oh, das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Das ist sehr unhöflich. Ihr macht euch gerade unbeliebt. Bei diesem kulturellen Oberhaupt unserer Welt. Okay, das ist vielleicht im Moment noch ein wenig arrogant, das jetzt so zu sagen. Aber ihr wisst, was ich meine. Es wird noch darauf hinauslaufen, hoffe ich. Na gut, wir werden auf jeden Fall mal wieder ein paar Handwerker brauchen demnächst. Unser Händler, unser neuer Händler ist bereit. Wo schicke ich dich jetzt hin? Ich glaube, du darfst mal nach Phasalos wechseln und von da aus nach Knossos gehen. So, gucken wir mal. Versprechen an euch gebrochen. Das dachte ich mir nämlich. Die Amis haben ihr Versprechen gebrochen. Das ist nicht in Ordnung. Das ist so nicht so einfach tolerierbar. Da müssen wir mal ein ernstes Wörtchen mit denen reden. Teddy, ich bin gerade ein bisschen böse. Ich bin damit nicht einverstanden. Hör auf, meine Stelle zu bekehren. Böse. Ich bin auch verleitet, eine dauerhafte Botschaft einzurichten. Aber die Frage ist, wenn er sich weiter so verhält, dann wird das eventuell nichts werden. Kann ich mir das gerade leisten? Das ist die Frage. Ich gucke erstmal. In Athen, wir brauchen immer noch dringend mehr Wohnraum. Das wissen wir ja schon. Kathedrale. Großer Religionskunstplatz und ein Bürgerplatz. Das bringt uns erstmal nicht viel. Ich sollte ein Aquädukt bauen, glaube ich, und damit unseren Wohnraum erhöhen. Hagia Sophia. Ist nicht schlecht, aber brauchen wir momentan nicht. Ich baue jetzt mal... ich baue jetzt die Bibliothek und danach die Universität. Also ich möchte da jetzt ganz klar weitergehen in der Richtung. Und drück einfach mal auf nächste Runde. Kriegen einen neuen Händler und die Burg. Und stopp unser Apostelarf nochmal. Stimmt. Wie sieht es in Phasalos aus? 3-3.
Also wie gesagt, mein Freund, ich bin damit überhaupt nicht einverstanden. Inquisition geht nur mit 2 Ladungen, okay. Ich stand in Amsterdam, das wussten wir noch nicht. Dann würde ich sagen, bevor er die Macht über unsere Stadt bekommt, müssen wir die Religion nochmal verbreiten. Das können wir nicht zulassen. Und dann eventuell gucken, dass wir mal einen religiösen Kampf führen hier gegen den Protestantismus. Wie gesagt, das lässt sich nicht tolerieren. Das ist, er hat es schon wieder gebrochen. Er hat es schon wieder getan. Ich glaub's nicht. Also das kann auch der friedliche Perikles langsam nicht mehr tolerieren. Unser erklärter Freund verspricht uns, dass er unsere Städte nicht mehr bekehrt. Und im gleichen Zug schickt er seine Missionare zu uns. Das ist nicht in Ordnung. Das ist absolut nicht in Ordnung. Ich merke schon, wir müssen eventuell diese Freundschaft aufkündigen. Das ist so nicht in Ordnung. Schade für uns, dass wir diesen Verbündeten eventuell verlieren sollen, diesen guten Freund. Aber wenn er so verblendet ist... Ich behalte sie alle und baue daraus meine Burg. Sehr schön. Das ist ein gutes Zitat, das gefällt mir. So, wir sind in Knossos fertig und ich denke, wir werden einfach mal nach Genf reisen, beziehungsweise wo war das? Ihr wolltet den Handelsweg, Mochen Rodaro. 15 Runden dauert das Ganze. Ich glaube, ich verlege den nach Rollos und schicke ihn von da aus los. So, du bist in Phasalos angekommen. Dich kann ich hingegen sehr wohl losschicken, nämlich nach Knossos. Oder? Ich glaube, erstmal nach Amsterdam. Das bringt mir gerade eindeutig mehr. Erstmal nach Amsterdam. So. Gucken wir mal. Ja, die Freundschaft ist abgelaufen. Das passt gerade sehr gut, denn wir sind auch ein wenig wütend auf ihn momentan. Das können wir so nicht akzeptieren, was er da gemacht hat. Jetzt mal wieder die große Frage. Was wollen wir denn erforschen? Und ich glaube, das Aquädukt wird noch eine Weile auf sich warten lassen, bis wir das tatsächlich bauen. Weil die Kartografie noch länger auf sich warten lassen wird. Kann die Karawelle schon auf hohe See hinaus? Das ist eine gute Frage. Okay. Die Kartografie, ja, die erlaubt uns auf hohe See. Das heißt, ich erforsche die jetzt. Dann können wir nämlich weiter erkunden mit unseren Schiffen. Darauf freue ich mich schon. Außerdem bauen wir natürlich etwas Neues hier in Knossos. Nehmen wir die andere Karte. Also einen Bezirk können wir noch errichten, theoretisch. Hier haben wir einen und hier den anderen. Ich glaube, ich werde auch hier jetzt eine Universität bauen. Bringt, wie gesagt, Wohnraum. Ja, machen wir. Machen wir. Eine Universität für Knossos. Für unseren schönen Campusbezirk. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt auf nächste Runde drücke, würde ich sagen, wir sehen uns morgen, Leute. Eine Folge gibt es noch die Woche. Und mal gucken, was wir da noch so erreichen. Und ob uns unsere alten Freunde weiter so auf die Füße treten. Wie sieht es eigentlich in Phasalos aus jetzt? 3-3 immer noch. Gut, damit kann man leben. Leute, bis morgen. Haut rein.